warum sie rührende Botschaften auf Bananen schreibt. Prinz Harry und Herzogin Meghan schauen nicht einfach nur zu, wenn sie bei ihrer Charity-Arbeit zum Mitmachen aufgefordert werden. Wenn die jungen britischen Royals bei einer Charity-Organisation zum Mitmachen aufgefordert werden, zögern sie nicht lange. Am heutigen Freitag, 1. Februar, machten Herzogin Meghan, 37, und Prinz Harry, 36, bei ihrem Besuch in Bristol gleich bei mehreren Stationen Halt. Erst gab's eine kulturhistorische Tour durch die Stadt, dann Wohltätigkeitsarbeit. Herzogin Meghan beschriftet Bananen. Bei der WON25, eine Organisation, die Prostituierten emotionale und praktische Unterstützung bietet. Um von der Straße und der Drogensucht wegzukommen, half Meghan sofort mit und verpackte Lebensmittel, die später verteilt wurden. Doch nicht nur das. Meghan wollte den Frauen auch emotional helfen und so schnappte sie sich einen Stift und schrieb Botschaften auf Bananen, auf denen finden sich nun Sprüche wie du bist stark, du wirst geliebt, du bist tapfer und du bist etwas Besonderes wieder. Prinz Harry schwingt die Fäuste. Harry hielt sich bei dieser Aktion im Hintergrund, konnte aber später beim Besuch der Organisation Empire Fighting Chance punkten. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht, das Leben junger Menschen durch das Boxen, bei dem sich die Gegner jedoch nicht berühren, positiv zu verändern. Auch Harry ließ sich nicht zweimal bitten, eine Runde die Fäuste zu schwingen. Sowohl Meghan als auch Harry hatten an diesem Tag sichtlich Spaß und Freude daran, Menschen, denen es weniger komfortabel geht, Mut und Hoffnung zu machen.